Es ist der 16. September 1977. Ein Schweizer Soldat verschwindet spurlos. Einen Monat später findet man ihn auf französischem Boden zerfetzt von einer Handgranate. Das ist eine wahre Geschichte. Und die kommt jetzt im Dokumentarfilm «Opération Silence, die Affäre Flückiger». Und für das ist hier bei uns der Regisseur und der Autor Werner Schweizer. Ja, sorry. Eine unglaubliche Geschichte, die riesige Schlagzeilen gemacht hat, bis ins Bundeshaus in den 70er Jahren. Die offizielle Version ist Selbstmord. Ist das so? Das ist leider immer noch so, dass der Schlussbericht vom Militär wie auch von der bernischen Untersuchungsbehörde ist immer noch Selbstmord, Todesursache. Wir konnten das Verbrechen nicht ganz ausschließen, aber am Schluss war das für alle das Einfachste, der Selbstmord. Glaubt ihr selber an den Selbstmord? Nein, ich glaube, das ist ja das, was der Film zeigt. Oder? Also ich glaube, wir können jetzt mit diesem Film, wenn wir etwas Neues sagen können, über einen Fallflückiger, ist, dass es nicht Selbstmord war. Es hat vorher schon viele Indizien gegeben, die es eigentlich unwahrscheinlich gemacht haben, dass es Selbstmord ist. Aber ich denke, dank dem Protagonist, vor allem dem Dr. Jean-Luc Eberlin, der quasi das wirklich physikalisch auch untersucht hat, die ganzen gerichtsmedizinischen Sachen noch mal angeschaut hat, der hat ziemlich bestimmt können sagen, aufgrund, wie die Leiche dort war, wie die Beine noch zusammen waren, ist die Handgranate nach dem Tod des Flückiger auf ihn geschossen worden, um möglichst viele Spuren zu verwischen. Ich glaube, das ist wirklich, kann man sagen, das Fazit des Films. Es war nicht Selbstmord. Wer ihn umgebracht hat, das konnte ich auch nicht herausfinden. Das war auch nicht mein Anspruch. Aber man konnte doch ein paar Tendenzen oder ein paar mögliche Wege können aufzeigen. Oder? Und genau, und das klingt jetzt alles wahnsinnig, was ihr sagt, dass ein solcher tragischer Fall eigentlich nicht aufgeklärt wird. Aber man muss auch verstehen, 1977 war der deutsche Herbst mit den RAF-Terroristen. Der Jura-Konflikt war auf dem Höhepunkt von seinem Konflikt zwischen eben der Bellier und hauptsächlich dem Kanton Bern und Bundesrat, Schmuggler waren unterwegs zwischen Frankreich und der Schweiz. Eine Riesensache. Und darum schauen wir doch jetzt mal als erstes in den Trailer von Operation Silence, die Affäre Flückiger. Hier noch eine Mitteilung der Kantonspolizei Bern. Vermisst wird seit Freitag, 16. September 1977, Aspirant Rudolf Flückiger, 21 Jahre alt. Das Verschwinden von Rudi Flückiger ist vorerst nur eine kleine Meldung. Denn Schlagzeilen macht in diesen Tagen der Jura-Konflikt. Die jurassischen Separatisten wollen sich vom Kanton Bern trennen. Will man wirklich Tote? Der Bundesrat wird keine, wie immer geachtete, paramilitärische Organisation akzeptieren. Und das ist eines der letzten Fotos, die es gibt von Rudi. Wir sind dann alle zusammengekommen und wir haben nur noch gerannt. Sie sagten Totschlag an Aspirant Flückiger. Das ist mehr als nur perfid. Es war ja von Anfang an immer wieder die Rede von Selbstmord. Hätt ihr selber eigentlich nie auch daran gedacht? Nein. 100% nein. Nie. Non, non. C'est pas nous qui l'avons fait, hein? Ah, c'est pas vous? Non. Non, non. Quand on trouve pas les coupables, comme avec l'affaire Flückiger, on met tout sur nous. Moi, dans l'affaire Flückiger, je suis convaincu que tout ce qui est dit sur le groupe Bélier fait partie d'une propagande anti-jurassien. J'en suis convaincu. Das war doch alles nur ein böswilliges Geschnurr. Es war der Horror. Ils sont tombés sur le petit machin. Werner Schweizer wieder sagt im Trailer, ein wahrer Polit-Thriller im wilden Westen der Schweiz. So hat es ausgesehen. Warum wilden Westen? Ja gut, Dachau ist natürlich so ein relativ unbekanntes Gebiet. Also man kennt vielleicht noch den Jura, die Freiberge, so bei Stuttgart, aber Dachau ist ja wirklich
ganz weit draussen. Viele haben dort Militär gemacht, auf dem riesigen Waffenplatz. Und man hat schon nicht genau immer gewusst, was dort alles läuft. Im Jura, in der Anschua hinten speziell. Oder? Und von dort her ist es vielleicht ein bisschen übertrieben wild. Aber es ist schon recht grob zu und her gegangen während dem Jura-Konflikt, muss man schon sagen. Ja. Genau, etwas Wahnsinniges, was im Film vorkommt, ist, dass der Waffenplatz 600 Hektar eigentlich unbewacht ist und dass eine Art so ein No-Man's-Land ist, wo gewildert wird und Schmuggler. Und dort haben eben die Soldaten OLs gemacht in der Nacht. Und so ist eben nachher der Soldat Flückiger eigentlich verschwunden, oder? Ja, also es ist sogar eine falsche Information, dass mit diesen 600 Hektaren der Waffenplatz ist 1500 Hektar. Das ist also achtmal die Rebfläche vom Bielersee. Also das ist gigantisch riesig. Also man kann sich verlaufen, man kann sich verfahren mit dem Auto drin. Und es ist eigentlich auch bis heute nicht gross gesichert. Also man kann locker durchlaufen, wenn nicht gerade eine Übung ist. Oder? Also das ist ein unvorstellbar grosser Waffenplatz. Ja. Wir wollen nicht zu viel spoilern, wo der Film hergeht, wer von denen zwischen Schmuggler, Belliers, RAF, wo dass wir genau hergehen, die Verdächtigen. Aber etwas, was eigentlich sicher ist, ist, dass er recht gepfuscht ist worden in der Aufklärung. Und die Theorie ist, dass eigentlich der Bundespräsident, der Justizminister zu dieser Zeit, der Kurt Furgler, die Jura-Frage, das war sein Prestigeobjekt gewesen, und darum hat man eigentlich nicht wirklich den Fall wollen aufklären, weil der wie heisses Öl ins Feuer hat können gießen im Jura-Konflikt. Genau, das war eigentlich der Grund gewesen, wieso dass niemand eigentlich Interesse hatte an der Aufklärung von diesem Fall. Die Einzigen, die wirklich darauf pocht haben, waren Berner gewesen, also die Antiseparatisten, die eigentlich die Abstimmung über den Kanton Jura wollten verschieben, bis das geklärt ist. Für sie, also für die Berntreuen, wäre das ein wichtiges Argument gewesen, zu sagen, wir machen die Abstimmung nicht, bis der Fall Flückiger geklärt ist. Und das hat natürlich der Kurt Furgler zur Weissglut gebracht. Oder? Er hat sein Konzept gehabt, muss sagen, er war ein Staatsmann gewesen, der hat das vielleicht gar nicht schlecht gemacht gehabt, wie er dort hat eine diplomatische, friedliche Lösung für diesen gewalttätigen Konflikt finden. Oder? Ich finde, schlussendlich hat er es gut gemacht, aber natürlich hat der Fall Flückiger gestört. Oder? Und er hat einen guten Kollateralschaden. Ja, das hat die Bevölkerung aufgewickelt gegen die Jurassen und gesagt, nein, denen geben wir jetzt in den Kanton und so weiter. Aber es ist nur die Kraft dazu gekommen, Terroristenhysterie, die hat natürlich sehr gut reingepasst. Wir konnten sehr vieles auf die Deutschen können schieben. Gesagt, ja, die sind ganz gefährlich, wir müssen aufpassen, wir müssen Grenzen besser bewachen. Die Schweiz war auch unter Druck von den Deutschen. Sie haben gesagt, das ist ein Selbstbedienungsladen, da kann jeder Waffen kaufen oder Waffen klauen usw. Also, der Furgler selber war auch unter Druck. Und dann kommt noch dazu, das hat auch der Staatsanwalt gesagt, es ist ja auf Frankreich passiert, auf französischem Boden. Da können wir gar nichts machen. Die Franzosen haben untersucht. Die Gerichtsmedizin war zuerst in Frankreich. Die haben nicht gewusst, dass es eine verstärkte Ladung war. Es war ein Militärspezialist dort, der gesagt hat, mit einer Handgranate allein reicht das nicht. Das ist gar nicht in die Untersuchungsakten hineingekommen. Also es ist sehr vieles aneinander vorbei ermittelt worden. Und niemand, wie gesagt, hat wirklich das Interesse daran gehabt. Auch die Berner Polizei, die haben gewusst, in einem halben Jahr gibt es den Kanton Jura. Da sind wir da nicht mehr gewünscht als Polizisten. Und dann wir das weiterschieben. Die jurassischen Polizisten denken, komm, das ist ein alter Fall, wir fangen etwas Neues an. Also das dorthin, so. Zum Leid von Familie eigentlich genau. Dann nachher wirklich. Ja. Und das als letzte Frage, du hast die Schwestern getroffen. Ja. Sie wollten nicht vor der Kamera erscheinen, aber haben dir viel erzählt. Wie geht es Ihnen jetzt als letzte und kurze Frage? Sie sind natürlich durch die Geschichte schon sehr traumatisiert gewesen. Vor allem, wenn man ihnen immer unterstellt hat, das ist vielleicht auch etwas in der Familie schief gewesen, dass der sich umgebracht hat oder hat den Hof nicht übernehmen wollte. Sie sind sehr froh, dass es jetzt geklärt ist in diesem Film. Und ich hatte ein bisschen Schiss zuerst, ob sie mit dieser Darstellung von der Schauspielerin, genau, von der Sonja Riesen, ob sie mit der einverstanden sind. Und sie sind also alle an die Premiere gekommen. Ich habe ihnen den Film vorher schon gezeigt und sie waren alle begeistert gewesen, eigentlich wie Sonja Riesen ihre Erzählung zusammengefasst hat in einer. Und ich denke jetzt am Schluss, es ist ein Dokumentarfilm, aber ich denke, die Erzählung von der Sonja Riesen macht das Ganze doch auch emotional stärker. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für den starken Film und unglaublichen Fall. Man muss es sagen, wenn Schweizer Merci. Seid ihr bei uns im Studio. Merci und geht ins Kino, den Film schauen.
Das war vom Interview «Operation Silence der Affäre Flückiger» ab dem 20. Februar in euren Kinos. Merci fürs Zuschauen und ganz einen schönen Abend.